Ihr werdet in diesem Video unzählige Leichen zu Gesicht bekommen, die euch alle bekannt vorkommen werden. Easter Eggs sollen Spaß machen und unterhalten. Das tun sie auch in diesem Fall, nur sind sie alle durchweg makaber, weil die Spielehelden entweder nicht mehr alle Gliedmaßen haben, auseinandergerissen wurden, am Galgen baumeln oder irgendwann mal in einem Kühlschrank erstickt sind. Lebendig ist keiner mehr. Sammelt eure Kräfte und los geht's! Das postapokalyptische Mad Max kam 2015 raus und stammt von Avalanche Studios, dem gleichen Studio, von dem auch die Just Cause-Reihe stammt. Die Anspielung der Leiche am Pfahl in der Wüste ist unverkennbar. Das hier ist Rico Rodriguez, der mit Enterhaken und Fallschirm unterwegs war und der mit der feindlichen Umgebung der Wüste anscheinend nicht zurechtkam. Sein Skelett baumelt nun für alle Zeiten in der Luft. Wir können sogar nachvollziehen, was sich abgespielt haben muss, denn sein Greifhaken hängt noch immer am rostigen Pickup-Truck. Die Half-Life-Reihe wird als Meilenstein im Ego-Shooter-Genre gesehen und hat alle folgenden Shooter geprägt. Das ist für viele Entwickler Grund genug, Anspielungen an Gordon Freeman in ihre Spiele zu packen. Seine Leiche und sein ikonisches Brecheisen findest du in Stalker Shadow of Chernobyl und zum Beispiel in Metro Exodus. Neben ihm liegt eine Spinne, die irgendwie an die Headcrabs erinnert. Bevor Half-Life: Alyx rauskam, erschien es lange Zeit unwahrscheinlich, dass das Franchise überhaupt irgendwann zurückkehren würde. Und auf dieser Annahme beruht das Easter Egg von Half-Life in den Canyons in Mad Max. Spieler finden hier die verweste Leiche von Gordon, die man leicht an der Brille und vor allem am Brecheisen erkennen kann. Die Leiche selbst ist verstümmelt und daneben liegt eine Kiste mit der Nummer 3 drauf, was ebenfalls eine Anspielung auf Half-Life 3 ist. Anfang der 2000er fand ein Krieg statt, von dem viele Leute gar nichts wussten. Zu der Zeit ging es zwei Spielefirmen nur darum, sich gegenseitig schlecht dastehen zu lassen. Und zwar in Anspielungen, die sie in ihren Spielen versteckten. Duke Nukem gegen Serious Sam lautete das Motto. Dann starten wir doch mal mit Duke Nukem 3D, das eine herrlich fiese Schelle gegen Serious Sam austeilt. Auf dem Sand hockt ein blutverschmierter Sam, dem alle Gliedmaßen fehlen. Und der Duke hat nur einen Spruch für ihn übrig. Warum so ernst, Sam? Why so serious, Sam? Es ist klar, dass Serious Sam das nicht auf sich sitzen lässt. In Serious Sam 2 findest du das Skelett des Dukes in einem Baum, in einer peinlichen Situation, denn die Rakete zeigt, wie der Duke ums Leben gekommen sein muss. Zum Schluss gibt es noch eine Anspielung auf die Entwicklungsdauer von Duke Nukem Forever, dessen Release immer wieder nach hinten verschoben wurde. Secret Duke Skeleton has been found. Dude, you've been hanging here like forever. Da das RPG Kingdom Come Deliverance um die Zeit von 1400 spielt, genießt du die einfachen Dinge, die das Spiel zu bieten hat. Reiten, Bier trinken, raufen oder flirten. Was du auf jeden Fall auch tun kannst, ist Gräber ausheben. Dafür brauchst du nur eine Schaufel. Immer mal wieder ist ein Geheimnis in den Gräbern versteckt, also lohnt sich das Buddeln. Aber das hier ist bei näherer Betrachtung Harry Potter, samt Quidditch-Umhang und goldenem Schnatz. Es müssen wirklich magische Kräfte im Spiel gewesen sein, dass Harry hier im Mittelalter in der Erde liegt. Dass es sich bei diesem Skelett hier im wilden Ödland in Fallout New Vegas um Indiana Jones handelt, dafür gibt es mehrere Anzeichen, die nur Spieler erkennen, die auch die Filme gesehen haben. Der Fundort im Kühlschrank ist eine Anspielung auf den vierten Teil, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, in dem sich Indy in einem Kühlschrank vor einer Atombombenexplosion versteckt und überlebt. Ganz offensichtlich hat das in diesem Szenario hier nicht geklappt. Rage 2 ist ein Shooter mit einer ordentlichen Prise Humor. Das sieht man schon daran, wie die Entwickler ihre Anspielung an Assassin's Creed eingebunden haben. Wenn du von diesem Turm aus runterschaust, fällt dir auf, dass da unten einer liegt. Bei näherer Betrachtung stellst du fest, dass es sich bei dem Körper nur um Ezio oder Desmond handeln kann, die ihren typischen Sprung aus irrsinniger Höhe diesmal nicht überlebt haben. Dass der Assassine ganz offensichtlich vor seinem Sprung ein paar dünne Matratzen ausgelegt hat und dann auch noch daneben gezielt hat, macht die Sache noch komischer.
In Cyberpunk 2077 tauchen zwei alte Bekannte auf, die schon mal besser ausgesehen haben. Neben den Schienen liegen ein Motorrad und zwei verunglückte Fahrer, die laut Beschreibung JC und Little Smoke heißen. Der größere von beiden hat jede Menge Fastfood dabei. Und wenn du die Archive aufrufst, findest du die Originalgespräche aus GTA San Andreas. Die Wrong Sides of the Tracks Mission ist nicht nur in GTA fehlgeschlagen. Im Todestrakt-Level von Duke Nukem 3D betrittst du eine Kirche. Du kannst mit dem Altar interagieren, der einen Geheimgang freigibt. In einer Art Kellergewölbe liegt der, wie im Original, verpixelte tote Körper des Doomguys, blutüberströmt und in der Mitte durchgetrennt. Du bekommst ein Achievement dafür, dass du das Easter Egg gefunden hast. Den Doomguy haben wir in Duke Nukem 3D gefunden, aber die nächsten drei toten Videospielhelden finden wir in Doom-Spielen. In Doom 2016 liegt dieser Kerl rum, der einen mit Hörnern besetzten Helm trägt und einen Pfeil im Knie hat. Eine wunderschöne Anspielung an Skyrim und seinen tapferen NPC, der früher selbst mal Abenteurer war, aber dann leider einen Pfeil ins Knie bekommen hat. Nicht alle von euch kennen noch Commander Keen und seinen gleichnamigen Sidescroller. Das Spiel ist aus den 90ern und stammt wie die Doom-Reihe von ID Software. Um Spielern einen Nostalgie-Kick zu bescheren, findest du ebenfalls in Doom 2016 dieses Retro-Easter Egg. Den Schädel von Commander Keen erkennst du nur noch an seinem ikonischen Helm. Schon in Doom 2 konntest du ein Commander Keen Easter Egg finden, nur ging es damals deutlich blutiger zu. Du musstest den am Galgen baumelnden Commander runterschießen und konntest ihn danach mit der Kettensäge bearbeiten. Raz kennen wir aus Psychonauts als freundliches, übersinnlich begabtes Wunderkind. Deshalb ist das Easter Egg in Alice Madness Returns auch so fies. Raz sitzt hier verwest und anscheinend schon seit Jahren am Ende eines Erdgangs. Und er hat sogar noch seine Hand an der Stirn, als würde er telepathische Schwingungen empfangen. Das ist so düster, dass es perfekt zum bitterbösen Madness Returns passt. Raz hier zu finden, hat viele Spieler verstört. Daher gibt es in Foren jede Menge Theorien, wie er hier gelandet sein könnte. Raz stirbt gleich noch einmal und wieder wurde sein Tod in einem Videospiel festgehalten. In Ahead in Time kannst du den Umriss von Raz am Boden sehen. Es scheint, als ob seine Umrandung wie bei einem Tatort mit Kreide auf den Boden gezeichnet wurde. Vielleicht ist das hier die Anspielung an seinen Mord, denn von Raz Körper ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Helft uns mal aus. Fallen euch eigentlich auch Easter Eggs von weiblichen Spielecharakteren ein? Lara Croft oder Samus Aran zum Beispiel? Schreibt uns auf jeden Fall. Und jetzt wünschen wir euch einen Mega-Start ins Wochenende. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.